Ich finde irgendwie gefühlt so erwürgen wie diese Packung hier. Kann man auf jeden Fall machen. Wir stellen uns heute auch unseren Ängsten. Ohne jetzt angeben zu wollen, schmeckt schon echt ganz schön gut. Das willst du erst mal probieren und dann würzen. Nö, wir zu zweit haben es nie. Wir haben es wirklich noch nie gemacht. Wow. Ja, besser geht's nicht. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Letztes Mal haben wir es vergessen im Intro. Wir haben euch gar nicht begrüßt, Anne und ich. Deswegen nochmal ganz doll. Lasst euch drücken, ja? Hat sich zum Glück gar keiner beschwert, aber das darf nicht sein. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ihr seht es im Titel. Haben wir, glaube ich, noch nicht gedreht. Aber es gibt doch definitiv so ein paar Gerichte. So, man mag die, man isst sie gerne, aber irgendwie macht man es nie. Gutes Beispiel. Ich war mit einer Freundin, war das letzte Woche, eine Brotstulle essen. Bin ich meist zu faul, für das selber zu machen. Also dort für sehr viel mehr Geld bestellt und es hat einfach nicht gut geschmeckt. Und meine liebste Brotstulle, die ich gefühlt hier noch nie selbst zubereitet habe, sie auch sehr selten essen gehe, weil es sie auch gar nicht so oft gibt, so nur in diesen fancy-fancy-Cafés und da zahlt es aber auch einen fancy-fancy-Preis, ist dieses, oh, wie heißt das? Ich blende es euch ein, ich weiß gerade nicht den Namen, was peinlich ist, aber dieses mit Sauce Hollandaise, diesem pochiertem Ei, esse ich so gerne, aber einfach viel zu selten. Wir stellen uns heute auch unseren Ängsten, gehen aus unserer Komfortzone raus. Ich muss jetzt dieses komische pochierte Ei machen, was ich absolut nicht kann. Ich habe irgendwann mal, das ich auch mit euch, vor, ja, es hat auch schon wieder lange her, 2, 3 Jahre. Und das wurde, glaube ich, nicht ganz so gut. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Tutorial angeguckt. Der Typ war auf jeden Fall überzeugend und hat mich motiviert. Das muss man wollen, das muss von innen kommen, sonst wird es gar nicht. Ich zeige euch einfach mal, wie es geht. Das Eigelb muss ganz sein, sonst zerfleddert sich das im ganzen Wasser. Bis Wasser kocht, ist es falsch. Wir wollen pochieren zwischen 65 und 85 Grad. Strudel erzeugen, Ei rein. Wie bei der Vorsorge. Ihr müsst wissen, wie geht es eurem Ei. Hochlupfen, anfassen, perfekt und raus damit. Und jetzt müssen wir das Wasser quasi hoch zur Seite stellen. Jetzt muss ich so eine Art Strudel machen und dann das Ei jetzt, glaube ich, reingeben. Oh mein Gott, man sieht gar nichts. Ich glaube, das soll so aussehen, oder? Einfach wie so ein Eiknäuel. Wir lassen das jetzt mal kurz stehen. Ich muss nämlich sagen, das ist wirklich noch mein pochiertes Ei, so ein Guilty Pleasure. Das finde ich eigentlich mit die geilste Eiform, die du halt, finde ich, essen kannst. Das dann auf einem Brot, auf einem geil getoasteten Brot. Und dann zerläuft das ja auch so geil. Ja, dafür gebe ich gern meine, was kostet das mittlerweile? 13, 14 Euro aus. Das scheuert. Der Mann hatte recht. Einfach nur, man muss es fühlen, man muss dran glauben, dann wird das was. Und das sind jetzt meine Self-Made Benedict. Ei Benedict Stullen. So rum. Wenn es jetzt noch schmeckt, dann lohnt es sich, aus der Komfortzone rauszugehen. Also mit dem pochierten Ei hat richtig gut geklappt. Schlägt auf jeden Fall die Stulle, die ich da letztens im Restaurant gegessen hatte. Knuspriges Brot, dieses weich, aber feste Ei. Dazu Sauce Hollandaise, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Frischkäse, damit es so ein bisschen so einen Smooth, ne, hat. Liebst. Definitiv, was ich viel zu wenig esse. Muss es auch nicht mehr essen gehen, weil, ohne jetzt angeben zu wollen, schmeckt schon echt ganz schön gut. Kartoffeln. Ein ganz seltenes Bild hier. Weil wir die auch einfach wirklich nie essen. Ich war gestern zu faul, nochmal einkaufen zu gehen und da der Aldi eh in der Nähe, also die Goethe-Bib hat auch noch einen Rewe in der Nähe. Also wirklich super. Und dann habe ich ihm aber, ja, aus Versehen statt Karotten Kartoffeln geschrieben. Wir wollten irgendwie Sommerrollen machen. Ja, und dann hat er halt Kartoffeln geholt. Was willst du machen? Ihm die Schuld geben? Wohl nicht, aber habe ich dann doch tatsächlich geschafft. Doch, ich habe ihm gestern nochmal die Schuld in die Schuhe geschoben, weil ich so war, setz doch bizarr finden müssen, dass ich dir schreibe, hol Kartoffeln. Da hätte ich nochmal angerufen, habe ich ihm gesagt. Da hätte ich nochmal gesagt, bist du sicher, dass ich Kartoffeln holen soll? Kartoffeln für uns, die nie Kartoffeln essen. Ja. Und jetzt hatte der gute Mann die Idee, dass wir ein Kartoffelgratin zaubern. Ja. Du wirkst auch noch nicht so ganz begeistert, aber ich glaube, Kartoffelgratin, das kennen wir von unseren Familien, das ist schon geil. Musst du nur gut würzen. Muss ich gut, kann ich, wenn das jemand kann.
Und das kennen wir nämlich von unseren Familien noch und die haben das immer so geil gezahlt, aber wir würden das halt nie selbst zu Hause machen. Und jetzt, das war gestern ein Zeichen mit den Kartoffeln. So Auflauf und so. Oh, das machen wir nie, ist eigentlich so geil. Wir haben den Backofen nie an eigentlich. Wir haben den Backofen super oft an. Nein. Wir haben, was? Wir haben den voll oft an. Finde ich nicht. Also ich koche immer nur mit dem Herd. Ja, du kochst, ja, du machst eh immer nur deine Froster-Sachen. Aber ich benutze den Ofen schon oft, deswegen, ja. Komm, ich mach jetzt. Ja. Let's go. Erster Step, wichtig, genug Butter auf jeden Fall nehmen, um die Form einzufetten. Und natürlich auch ausreichend Knoblauchzehen. Wir sehen heute eh keinen mehr. Also die einzige Person wird entweder unser Postbote sein. Der ist das wahrscheinlich auch schon gewöhnt. Und Arme. Und dadurch, dass wir ja beide noch Knoblauch... Ich will nicht stinken sagen. Man stinkt nicht nach Knoblauch. Wir duften nach Knoblauch und dann stört das ja eigentlich keinen. Deswegen, da braucht man nicht geizen. Ich dachte eigentlich, ich finde... Kartoffeln schälen nervig, aber wenn man dann mal drin ist, ist eigentlich so gut wie mit allem. Wenn du einmal angefangen hast, dich überwunden hast, dann ist es eigentlich ganz schön meditativ, ist eigentlich beruhigend. Wenn man sich dann noch einen Podcast anmacht, das ist ja so eine Sache. Ich höre jetzt richtig gerne True Love. Update, ich kann nach wie vor keine True Crime Podcasts hören. Ich habe jetzt langsam wieder so ein bisschen Realität gefunden. Ich kann wieder nachts alleine schlafen, auch wenn Arne mal später heimkommt. Kann ich sehr empfehlen, ist auf jeden Fall sehr unterhaltend. Und dann macht sogar auch Kartoffeln schälen Spaß. Und dann frage ich mich natürlich, was jetzt hier gerade passiert. Und? Gut aussehen tut schon mal. Also wenn das wirklich gleich so gut schmeckt, wie es riecht, dann mögen wir jetzt Kartoffeln. Ich mag die schon immer. Nee, ich mag die nur als Gratin oder Bratkartoffeln. Dann hast du doch Gratin. Ja, jetzt haben wir es noch länger. Ist gut. War doch nicht schlimm, dass du es gekauft hast, die Kartoffeln. Auf deinen Auftrag hin. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Das willst du erst mal probieren und dann würzen. Nö, danke. Gut. Da sind sie noch mal am Teller. Zum Glück habe ich wirklich für 4 Portionen gekocht. Weil ich dachte so, dann können wir... 4 Portionen? Ja, weil dann dachte ich, dann können wir auch noch am nächsten Tag davon essen. Als beide. Dann haben wir es direkt eigentlich gleich leer gegessen, die ganze Auflaufform. Ja, ist lecker. Na, haben wir es wieder. Ja, ist lecker wie... Ist wirklich richtig gut. Oder ja, kann man essen, aber du musst es nicht nochmal machen. Hm. Irgendwo dazwischen. Mhm, seht ihr? Also ich bin froh, dass ich den Speck reingemacht habe. Mhm. Also sonst wäre es wirklich sehr langweilig geworden, muss ich sagen. So schmeckt es ein bisschen zumindest. Aber das ist gut. Es wird jetzt nicht mein neues Lieblingsessen. Aber kann die Rotation rein. Doch, Gratin war eines der Sachen. Das habe ich gerne gegessen. Ich habe nur noch nicht so den Dreh raus. Ich glaube, ich muss mal meine Mama anschreiben. Aber ihr habe ich gerne Kartoffelgratin gegessen. Fand übrigens den Käse, den ich euch gezeigt hatte. Es gab leider nicht den Lieblings. Mhm. Wieso habe ich die Marke einfach nicht drauf? Der von Simply V. Es liegt jetzt nicht in meinem Lieblingskäse, aber der ist auch richtig gut. Naja, Kartoffelunfall wurde aber jetzt auf jeden Fall gut aufgeräumt. Oder? Mhm. Ich dachte, das ist immer so aufwendig, aber es ging eigentlich voll. Kartoffeln schälen und wie gesagt, wenn man drin war, auch das Schnibbeln. Bis es halt fertig ist. Ja, da hörst du einen Podcast und das war dann wirklich so eine Mut. Kann man jetzt nicht machen, wenn man es jetzt eilig hat. Müsst ihr alles Froster nehmen, wenn ihr mal Zeit habt. Hm. Ich sehe es langsam ein, dass Arne nicht wegen den Kartoffeln der Böse ist. Ja, okay, das war einfach meine Dummheit. Wo er aber definitiv Schuld hat, ist leere Verpackung. Ich sehe das wirklich, ich sehe das heute Morgen so von hinten und bin so, okay geil, wir haben noch Kinderriegel. Oder auch nicht, wie man sieht. Ich fände irgendwie gefühlt so erwürgen wie diese Packung hier, weil ich war einkaufen. Ich war einkaufen. Ich hätte die easy mitnehmen können.
Egal, wir haben ja zum Glück 10.000 Streichcremes und davon auch leckere. Ich habe mal wieder Lust auf Crepe. Ich habe dieses Crepe-Maker-Ding, glaube ich, letztes Jahr gar nicht rausgeholt, weil ich irgendwie viel zu faul war. Ist auch so, ich mag es so gerne, aber wir essen es gefühlt nie, weil, na, ist irgendwie aufwendig. Aber irgendwie auch nicht, weil der Teig ist in 2 Minuten fertig. Das Crepe-Eisen hast du schnell in die Steckdose gesteckt und es ist auch schnell warm. Ich verstehe da mein Problem einfach nicht. Und deswegen ist dieses Video hier da, dass wir uns jetzt leckere Crepes, nicht mit Kinderriegel, aber dafür mit Lotuscreme oder Milka-Creme machen. Und ich freue mich extrem drauf. Den kriegt dann einfach der Arne. Ich habe nämlich vergessen, dass ich natürlich hier dieses Teil brauche. Und er kann sowieso froh sein, dass er nach der Aktion noch hier einen Crepe mit Liebe, lässt sich verstehen, einkriegt. Bei meinem hatte ich dann spätestens den Dreh raus. Sieht aus wie... ja, vom Crepe-Stand. Nur wesentlich günstiger. Und das ist tatsächlich das Schöne. Wie heute Morgen mit der Stulle. Du lebst günstiger und meistens schmeckt es sogar besser. Lotus habe ich nämlich noch nicht so oft gesehen. Kann man auf jeden Fall machen. Muss aber zugeben, mit Kinderriegel schmeckt es noch einen Ticken besser. Konnte ich jetzt wenig für? Ich hätte es besser wissen müssen. Eigentlich kenne ich ihn ja. Aber ich wollte es nicht so wahrhaben, dass doch mein Freund jemand ist, der leere Packungen einfach wieder zurückstellt, als wäre nichts. Genauso mit den leeren Milchpackungen. Ich nehme die wie selbstverständlich. Kennt ihr das, wenn ihr schon so eine schwere Milchpackung erwartet? Und dann nehme ich die so und dann ist die aber so federleicht, weil einfach nichts mehr drin ist. So höchstens noch so ein Tropfen. Unfassbar. Ich habe übrigens noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Weil du die Kinderriegelpackung einfach leer wieder zurück in unseren Snackvorrat reingemacht hast. Und jetzt gibt es ja keine... Doch, Schatz, ich habe noch Video. Hast du nichts zu sagen zu deiner Verteidigung? Habe ich nicht gemacht. Ach so. Okay. Also ich sehe schon, du wirst später gut im Lügen sein als Anwalt. Aussage gegen Aussage. Naja, Aussage gegen... Lern mal weiter hier mit deinen Paragraphen. Dubio pro reo. Okay. Bezahltes Essen. Das hat mein Handy schon gut eingeläutet. Schatz, du kannst jetzt mal gern rausposaunen, was es geiles, fettes gibt. Und wir sparen uns eine Menge. Was gibt's denn? Habe ich dir eigentlich heute schon 5-mal erzählt? Während ich gelernt habe. Sushi. Sushi, ja. Macht Sushi, Leute. Sushi. Wir sparen uns ein Vermögen, anstatt es zu bestellen. Was wir gefühlt 2-mal im Jahr machen, weil es einfach so teuer ist, machen wir den Mist selbst, weil es einfach geil schmeckt, aber irgendwie macht man es nie. Beziehungsweise das 2-mal... Das ist der Sinn von dem Video, was? Das ist der Sinn von diesem Video. Wobei, 1-mal im Jahr mache ich es mit meinem Bruder. Wenn ich zu Hause in der Heimat bin, weil der auch so sehr Sushi liebt. Und mein Bruder ist da so richtig Feuer und Flamme, der liebt das. Das heißt, der macht das immer für uns zwei. Aber wenn ich meinen Bruder nicht habe, dann gibt es das halt nie. Ne? Außer heute. Also ich glaube, wir zu zweit haben es nie. Wir haben es wirklich noch nie gemacht. Und wir sind eine lange Zeit jetzt miteinander. Noch nie Sushi gemacht. Wenn, dann Sommerrollen. Ja, weil da musst du nichts aufkochen. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, weil, Leute, der Reis ist fertig. So lange hat es jetzt auch nicht gedauert. Kommt jetzt nur noch Reisessig, bisschen Zucker rein. Dann kühlt er 15 Minuten draußen ab. Das sind ja die perfekten Temperaturen, um das jetzt nochmal rauszustellen. Du kannst auch eigentlich in der Küche stehen lassen, so kalt ist es hier. Wir haben ja auch Minusgrad gefühlt. Nee, aber den stellen wir jetzt raus. Ich habe schon hier, unsere Zutaten geschnibbelt. Ja. Tofu, wer hätte es gedacht, Räuchertofu und Avocado, weil wir die eh noch von heute Morgen über haben. Das hast du grandios gemacht. Habe ich grandios gemacht, ne? Den habe ich übrigens extra gekauft. 1, 2, Sugar. Zermanschen wir jetzt. Du hast das ja sehr wörtlich genommen, dass wir es hier in der Küche stehen lassen. Wir müssen den schon abkühlen, den Reis. Also die Rollen müssen wieder hoch. Ach so. Ja. Ja. Ich merke, dein Gehirn ist zu. Ja. Oh, Leute, ich bin die geborene Sushi-Reisköche. Kann schon nicht mehr reden, weil es mich so schockt. Köchin. Weil
No front gegen meinen Bruder. Wenn er die Sushi-Reis macht, sind die manchmal noch so ein bisschen so hart. So ein bisschen wie als bräuchten die noch 2-3 Minuten. Aber ich sag's ihm, weil ich bin dankbar, dass er das Sushi-Machen übernimmt. Ich finde, meiner ist echt perfekt geworden. Ja, besser geht's nicht. Geil, jetzt brauchen wir noch die Nori-Blätter. Oh Leute, ich sehe mich im Sushi machen, ne? Das gibt dieses Jahr eine Sushi-Ära, glaube ich. Ich finde die sehen irgendwie mal komisch aus. Manche snacken die einfach. Man kann es natürlich auch als Fächer benutzen. Beziehungsweise sieht das aus wie so Bastelpapier früher im Kindergarten. Ja, gell? Die man so ans Fenster tun konnte, wo es dann so durchgeschimmert ist. Ah, die hässlichen Dinger, ey. So soll es dann aussehen. Ich habe jetzt ein bisschen Frischkäse drüber gegeben, damit es so ein bisschen, ne, mehr Smooth hat. Tofu, Avocado. Jetzt rolle ich das Ganze ein. Und Arne ist ja auch gerade fleißig schon am Helfen. Woo, hey. Utsch, 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 utsch. Die sehen voll gut aus. Ich von mir. Ich habe endlich meine Verwendung für die Dinge gefunden. Nein, ihr macht so eine Verwendung. Die sind richtig süß für Gummibärchen und so. Wenn Gäste kommen. Für mich haben die schon viel Verwendung gehabt. Du weißt, dass ein Teelicht ist. Ich bin aber ein Foodie und deswegen denke ich dann Essen und da passt doch gut Essen rein. Gut, ja, so ist es zum Beispiel. Das ist natürlich cool, ja. Auf die eine Hälfte haben wir süß-sauer gegeben und die andere haben wir einfach so gelassen. Ich habe tatsächlich zu wenig Reis gemacht, das muss ich mir für nächstes Mal merken. Wir haben es nämlich noch aus der irgendwie so eine Sandwich-Tasche gemacht. Ach, weil das ist so eine Vorspeise, bei der zahlst du mal Asiaten 5 Euro fällt. Zum Beispiel, das ist keine Vorspeise, das ist so eine Art anderes Sushi halt, so ein, wie so, ja, Web irgendwie. Ein Web? Ein Web. Ja, warum nicht? Sieht fast so aus wie im Restaurant, oder? Ganz viel Mühe. Ich hab vergessen, was das für eine Bab-Arbeit ist. Das geht gar nicht einfach hin. Du kannst gar nichts anfassen währenddessen. Und es hat gar nicht so lange gedauert eigentlich. Also dieses Video tut mir wirklich gut zu sehen. Einfach machen. Könnt ihr auf alles beziehen. Einfach machen. Und am Ende ist es eigentlich super. Oder beziehungsweise wir gucken jetzt, ob es super ist, aber... Vielleicht kommt Nike und ich dir einen Vertrag an. Just do it, richtig. Dafür muss ich noch ein bisschen wachsen. Es geht jetzt nicht ganz so schnell wie die Froster, ne? Wie jetzt eine Froster-Tiefkühlpackung. Aber es dauert auch nicht viel länger. Müssen wir dran denken, in der neuen Küche, Stäbchen. Nee, brauche ich nicht. Doch. Will ich nicht. Wow. Top. Bei Sushi ist toll. Du musst richtig viel beißen. Sonst kriegst du das nicht so runter. Das finde ich toll. Über Karotten. Ja, nur sind die nicht ganz so hart. Also meine Reiskörner sind wirklich weich, oder? Da kann sich dein Bruder mal eine Scheibe abschneiden. Da kann sich mein Bruder... Hey, falls du das siehst, du bist toll. Aber am Sushi machen wir nicht toller. Ne? Das ist eine runde Sache. Habt ihr verstanden? Rund? Nehme ich mit dem Frischkäse allem Bombe. Ich finde das auch mit der Süßsauersoße viel besser. Da hat man nochmal so ein bisschen Pep. So hat das mein Bruder nämlich damals gemacht. Das habe ich mir von ihm abgeguckt. Hat er noch so ein bisschen Teriyaki-Soße drüber gegeben. Teriyaki. Habe ich jetzt nicht da, aber Süßsauer ist auch ganz okay. Ich habe jetzt tatsächlich Teriyaki-Soße bei Koro bestellt. Ich würde sagen, heute bestellt. Gebe euch Update. Darfst du wieder machen. Ein Lot gespart. Dazu passend mein Zimtschneckentee. Stimmig ist jetzt anders, aber den kann man immer trinken. Das war's mit dem Video. Ich sehe aus wie ein Schlumpf, deswegen mein Laptop, der startet gerade neu. Das war's jetzt jedenfalls mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mich würde mal interessieren, was euer Food ist, was ihr super gerne esst, aber es irgendwie zu selten macht, weil erinnert euch selbst dran, probiert es einfach mal aus. Ne? Einfach machen, lautet das Motto. Für mich war es auf jeden Fall sehr wichtig, das mal zu machen, weil morgen, also Sonntag, wo dieses Video auch online kommt oder kam, je nachdem, wann ihr es guckt, wollten Anne und ich eigentlich brunchen gehen. Aber jetzt, wo ich weiß, wie nice mein Egg Benedict Brot schmeckt und wir haben ja jetzt eh noch davon da, gehen wir nicht brunchen, sondern sparen uns das Geld und machen einfach zu Hause hier den Brunch. Und das will ich mir sowieso auch für die neue Wohnung vornehmen, einfach noch mehr zu Hause zu essen, beziehungsweise weniger essen zu gehen. Ich liebe zwar essen gehen, aber es reicht auch,
eins, zweimal im Monat. Man muss es auch nicht übertreiben. Deswegen, ja, war das jetzt für mich eine ganz gute Challenge. Ich bin doch wieder ein Schlumpf. Probiert auf jeden Fall die Dinge aus, für die ihr eigentlich normalerweise zu faul seid. Ich finde, es ist auch Kartoffeln schälen, total meditierend. Habe ich jetzt voll für mich entdeckt. Ich freue mich schon auf die Bratkartoffeln, die wird es bald geben. Vielleicht mache ich auch ehrlich gesagt schon am Donnerstag, wenn ihr das neue Video seht, ein Resteverbrauch-Video. Wahrscheinlich nur an einem Tag. Ich kann auch gerne mal eine Woche machen. Aber jetzt habe ich auch Kartoffeln sowas über. Maybe. Drehen wir den zweiten Teil Reste verwerten. What I eat. Aber gut, ich will euch jetzt gerade gar nicht so voll labern. Hör jetzt auf, Sophie. Ich lasse euch jetzt gehen. Ich freue mich wieder nächste Woche für euch. Am Donnerstag zu einem neuen Video. Solange eine schöne neue Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Fühlt euch ganz warm gedrückt von mir. Und ja, Kussi auf die Linse. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss vom Schlumpf.